Dies ist ein weiteres Video aus der Reihe Ausreden, die dich vom Leben abhalten. Und mit Leben meine ich natürlich, dass du dein Leben so gestaltest, wie du es willst. Heute geht es um den Glaubenssatz, ich habe Angst, deshalb kann ich es nicht tun. Das stimmt natürlich hinten und vorne nicht. Natürlich haben wir alle Angst. Natürlich gehören Ängste zu unserem Alltag. Das können leise Zweifel, Befürchtungen sein bis große Panik. Man kann Angst haben vor der Selbstständigkeit, man kann Angst haben vor dem Zahnarzt, man kann Angst haben vor einer Prüfung, vor dem Versagen. Man kann vor so vielen Dingen Angst haben. Und es ist nicht realistisch, dass du deinen Weg ohne Angst gehen kannst. Jeder, der das erste Mal ein YouTube-Video hochlädt auf YouTube und es veröffentlicht, hat ein mulmiges Gefühl im Magen, weil er sich denkt, oh mein Gott, was denken denn die anderen und wird es den anderen gefallen oder nicht? Das gehört dazu und mit der Zeit gewöhnt man sich dran und dann nimmt das ab. Das heißt, Ängste kannst du überwinden, indem du dich ihnen stellst, indem du deinen Weg gehst, trotz der Angst. Es geht nicht darum, diese Ängste zu verdrängen und auszublenden, so wie wenn sie nicht da wären, sondern es geht darum, diese Ängste zu überwinden. Und überwinden heißt, ich begegne dieser Angst, ich nehme sie ernst, ich nehme sie wahr. Und dann kannst du was tun. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was du dann tun kannst. Ich zum Beispiel unterrichte ja das Matrixen, was sehr gut hilft, um solche Befürchtungen, Zweifel, Ängste zu lösen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass du dich wirklich bewusst dem stellst und mal schaust, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich diesen Weg gehe und wenn ich versage, wenn es in die Hose geht. Kann ich dann immer noch atmen und kann ich dann immer noch wohnen oder habe ich dann noch meine Freunde? Du wirst sehen, es wird nicht so schlimm herauskommen, wie du es dir in deinen Gedanken vorstellst. Und häufig haben wir auch Angst vor Dingen und im Nachhinein merken wir, es war eigentlich gar nicht so schlimm. Es ist viel besser rausgekommen, als wir gedacht haben, als uns unsere Angst gesagt hat. Wie gesagt, wenn man wartet mit seinen Herzenswünschen, bis man keine Angst mehr hat, sie zu verwirklichen, dann hältst du dich vom Leben ab. Weil das wird nie passieren. Es werden immer Zweifel da sein. Es wird immer ein steiniger Weg sein, ein Stück weit. Es wird auch ein freudiger Weg sein, aber erwarte nicht, weil es genau das ist, was du tun willst, da keine Blockaden und Hindernisse sind. Die sind immer da, weil wir sind ja da zum Lernen auf diesem Planeten und um diese Dinge zu überwinden. Nur da, wo deine Energie hineinfließt, da, wo du wirklich deine Herzensangelegenheit hast, das, was du tun willst, da bist du dann auch bereit, um diese Hindernisse zu überwinden. Wenn es um etwas geht, was dir nicht so am Herzen liegt, dann ist es gar nicht wichtig für dich. Wenn es zum Beispiel darum geht, eine Höhenangst zu überwinden, weil man Höhenangst hat und du willst jetzt nicht unbedingt Pilot oder Dachdecker werden oder Bergsteiger, dann musst du nicht den nächsten Bungee-Jumping-Sprung buchen, weil dann interessiert dich das nicht. Geh deine Ängste an, die du jetzt lösen musst, um weiterzukommen. Nicht die, die irgendwie so mal am Rande auftauchen im Leben und wo keine Relevanz für dich drin ist. Wenn du Angst hast, deine Schritte zu gehen, wenn du Angst hast, vorwärts zu kommen oder wirklich das zu tun, was du wirklich willst, dann schau dir wirklich an, was diese Ängste mit dir machen und such dir ein Tool, mit welchen du diese Ängste lösen kannst. Das ist mein dringender Rat, weil dann kannst du dein Leben so gestalten, wie du es willst und das macht definitiv zufrieden und glücklich. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib mir doch ein Like und schreib mir etwas in die Kommentare und wenn du magst, dann abonniere meinen Kanal an Charlie TV, damit ich dich noch weiterhin auf deinem Weg begleiten kann, denn das würde mich freuen, denn das ist das, was ich am liebsten mache. Bis bald, deine Anjali. Tschüss.